Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir starten auch direkt durch. Wir sind hier bei Amazon unterwegs und zwar haben wir hier vom Memory PC den High-End Gaming PC AMD, bla bla bla, das sind die technischen Daten, für 1849 Euro. Und wir kommen auch direkt zum Bild. Das Bild ist jetzt nicht sonderlich fake. Das Gehäuse, das stimmt soweit. Da kommen wir auch später noch zu. Das ist jetzt nicht so das Geilste, aber das, wie gesagt, besprechen wir alles schön nach und nach. Der Lüfter, der drin leuchtet, kann stimmen. Weiß ich nicht genau. Die schreiben einfach nur AMD zertifizierter Lüfter. Das schauen wir uns aber gleich noch an. Was ich immer ziemlich lustig finde, hier steht Info zu diesem Artikel. Unser Memory-PC überzeugt durch perfekt abgestimmte Markenkomponenten. Mit dem ultraschnellen 6-Kern-Prozessor AMD Ryzen 3600 können mühelos selbst die anspruchsvollsten Programme und Spiele ohne Kompromisse ausgeführt werden. Nee, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel streamt, OBS, und habt einen AAA-Titel und wollt streamen und rendert das Ganze über den Prozessor, dann kackt er ab. Das ist einfach so. Das ist ein Gaming-Prozessor. Ja, wenn ihr nebenbei streamen wollt, je nachdem, wie ihr rendert und welche Spiele und so weiter. Just Chatting geht natürlich. Aber wenn ihr Gaming streamen wollt, solltet ihr einen besseren Prozessor nehmen. 3800er zum Beispiel oder ein 5800er. 3600 ist dafür echt nicht gedacht. Aber gut, die übertreiben gerne. Werbewirrwarr, kommen wir später auch noch zu. Die Taktrate der Ryzen CPU beträgt 3400 MHz und kann per Turbo Boost auf 4200 MHz getaktet werden. MHz im BIOS angehoben werden. Ja. Oh, das könnt ihr euch jetzt mal so durch den Kopf gehen lassen. Die verbaute RTX 3070 8 GB bieten mehr als genügend Leistung für alle aktuellen... Alter, ich muss mich hier echt anstrengen, das zu lesen. Bieten schon mal Mehrzahl, also zwei Grafikkarten, yay. Mehr als genügend Leistung für alle aktuellen Spieletiteln. Aha. Und ist zudem ideal für den Multimedia-Einsatz, wie zum Beispiel in der Video- und Fotobearbeitung. Ja, das stimmt soweit, okay. Man kann damit gut rendern und so, überhaupt kein Problem. Auch gut zocken. Ist halt in der aktuellen Generation eine Mittelklasse-Karte, wenn man so will. Danach kommt noch die 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090. Aber die ist zum Zocken gut geeignet. Dieses Gerät, ja, wird individuell, je nach Auswahl der Konfiguration, für Sie von uns gefertigt. Sie erhalten ein sofort funktionsfähiges und fertig eingerichtetes PC-System ohne Werbe-Sofortware. Da steht wirklich Werbe-Sofortware. Ich babbel euch hier keinen vor. Das hat entweder ein Praktikant geschrieben oder die China-Männer haben es übersetzt. Ich weiß es nicht. Wobei ich denke, dass dieses Unternehmen in Deutschland ansässig ist und dementsprechend auch Texte schreiben sollen könnte. Wie auch immer. Wir bieten Ihnen eine 24-monatige Pickup- und Return-Garantie an. Bei einem eventuellen Defekt holen wir bei Ihnen das Gerät kostenfrei ab und stellen Ihnen das Gerät ebenfalls kostenfrei wieder zu. Das heißt, eine eventuelle Garantieleistung ist für Sie als Kunde von Memory PC komplett stress- und kostenfrei. Ja, das ist ganz geil. 2 Jahre Garantie, Pickup und Return, sprich DHL kommt zu euch nach Hause, holt das ab und bringt es dann nach Reparatur halt wieder. Hat nicht jeder, ist okay. Dieses Memory-PC-System überzeugt mit zuverlässigen und leistungsstarken Markenkomponenten der neuesten Generation. Stimmt nicht. Nach dem Ryzen 3600 kommt noch der 3700, 3800, 3900, 3900 XT, gibt es glaube ich auch noch, oder 3800, alles in dieser Variante. Danach kommt noch die 5000er-Reihe, über Intel brauchen wir gar nicht zu sprechen, die sind noch weiter dabei, weiter vorne, da ist ja schon die 12000er-Reihe raus. Naja, mit dieser Grundlage ist dieses System berechtigt für ein kostenfreies Update auf Windows 11 zum Release-Zeitpunkt. Ja, wie so ziemlich fast jedes System, was Windows 10 jetzt schon drauf hat. Kann sich kostenlos Windows 11 ziehen, sofern die Vorgaben erfüllt werden, die jetzt bei den aktuellen PCs meistens erfüllt werden. Also von daher, peng. Also kommen wir zu der Memory PC Produktbeschreibung. Gehäuse, Aerocool-Cylon RGB-Gehäuse mit Seitenfenster, Kabelmanagement und halt die Daten zu den Ausmaßen dieses Gehäuses. Das mit dem Kabelmanagement, das lassen wir mal dahingestellt. Das werden die bestimmt machen, aber dieses Gehäuse ist weiß Gott nicht dafür ausgelegt. Und dieses Gehäuse hat in dieser Preisregion einfach nichts zu suchen. Das ist ein Gehäuse, das baut man in Systeme, beziehungsweise Systeme baut man da ein, die so um die 1000 Euro liegen. Lass das 1200 Euro sein. Aber dieses System kostet fast 2000 Euro und da wird dann so ein Billiggehäuse genommen. Das hat eine Acrylscheibe. Das hört sich erst toll an, ist es aber nicht. Das ist Plexiglas. Seht ihr jeden Kratzer drauf? Müsst ihr nur einmal mit Glasreiniger und so einem Zewa drüber gehen, Feierabend. Aber sofort Kratzer drauf, alles Mist. Weil die besseren Gehäuse haben halt Glas oder Tempered Glass, was dann noch ein bisschen abgedunkelt ist. Aber das da, nee, also ich hatte es auch schon hier stehen. Ich reg mich nicht umsonst auf. Ich weiß, was das für ein Gehäuse ist. Das ist, das gehört hier nicht hin. Alles in allem wird es natürlich funktionieren. Die Grafikkarte passt rein und so, aber es ist halt wirklich so ein schön klein gequetschtes Gehäuse. Das stellt ihr euch irgendwo hin, das überhitzt dann auch mal gerne und so. Nee, also ich würde es nicht nehmen. Gut, aber es funktioniert in dem Fall. Das ist halt ein Plastikbomber. Lassen wir es mal so da stehen. Kostet 38,04 Euro. Dazu bekommt ihr als Netzteil ein BeQuiet 700 Watt Super Silent Netzteil 80+. Wenn die jetzt
ein Pure Power genommen hätten von Be Quiet, dann würde da nicht nur 80 plus stehen, sondern 80 plus Gold zum Beispiel. Die sagen aber 80 plus. Und da passt halt das System Power rein. Das hat auch 700 Watt, hat auch nur 80 plus Bronze. Sprich, es ist nicht ganz so effizient. Es erzeugt mehr Wärme und je nachdem, wie viel ihr zockt, auch höhere Stromkosten. Das ist, kann man vernachlässigen. Das ist jetzt nicht so sonderlich viel. Es ist halt nicht das Beste. Solche Netzteile gehören meiner Meinung nach in Multimedia-PCs oder Streaming-PCs oder so, wo ihr wirklich nicht so viel Leistung abrufen müsst. Weil so eine Grafikkarte macht auch gerne mal Leistungsspitzen und das muss dann ein besseres Netzteil abfangen, also mit besseren Kondensatoren und so. Es ist qualitativ nicht schlecht, es ist Be Quiet, das ist okay. Ich hätte ein anderes genommen. Sagen wir es so, wie es ist. Ihr habt ja auch 3 Jahre Garantie, deswegen es kann gut sein, wenn nach 2 Jahren die Garantie abläuft, kriegt ihr bei Be Quiet immer noch ein neues. Wenn ihr dann sagt, pass auf, ich habe es vor 2,5 Jahren bei Memory PC gekauft, dann kriegt ihr von denen bestimmt noch ein neues zugestellt. Be Quiet ist da sehr kulant. Ist natürlich trotzdem nicht so geil, ne? Kostet aktuell 55,90 Euro bei Amazon. Die CPU, das ist der AMD Ryzen 5 3600. Ja, brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen, ne? Ist halt zum Zocken gut geeignet. Streaming, habe ich ja eben schon gesagt, ist nicht so geil. Hat eine TDP von 65 Watt, das heißt, es kriegt auch der Standardlüfter gut weg. Wenn euch die Lautstärke nicht interessiert, kann es auch irgendwo egal sein, welcher Lüfter drin ist. Die machen alle ihren Job. Ich habe dazu ein Video gemacht, das verlinke ich auch hier. Wenn ihr jetzt oben in die Ecke reinklickt, dann seht ihr auch sofort, ob die Lüfter was können. Ist genau mit diesem Prozessor, ne? Auch mit einem 3600er. Unterstützt offiziell 3200 MHz RAM, kommen wir gleich auch noch zu, 6 Kerne, 12 Threads und kostet 229 Euro bei Mindfactory. Der Cooler ist ein AMD-zertifizierter Lüfter. Ja, was soll ich machen? Ich nehme jetzt den Stocklüfter. Der macht seinen Job. Der wurde tatsächlich gar nicht mal so laut. Man muss dazu sagen, ich habe das auf einer offenen Testbench gehabt. Wenn ihr das in einem geschlossenen Gehäuse habt, kann es natürlich sein, dass er schon ein bisschen lauter wird, weil die Temperaturen da höher sind. Aber der ist erstmal okay. Ich hätte auch wieder einen anderen genommen, vor allen Dingen in dieser Preisklasse, aber... Kann auch sein, dass sie irgendeine Alternative nehmen, die tatsächlich sogar vielleicht sogar besser ist als der hier, weil die hatten ja auch ein Bild mit einem beleuchteten Lüfter. Aber ich nehme zur Sicherheit erstmal den hier. Und der kostet 8,90 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein AMD B450 Chipsatz von Markenhersteller mit HDMI oder DVI-Anschluss für bis zu 2 Monitore. Das interessiert erstmal keine Sau. Warum? Weil dieser Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Es ist ein 3600. Das ist kein 3500G oder 5700G oder irgendwas ähnliches, sondern es ist ein 3600er Ryzen. Kommt ihr jetzt auf die Idee, euren Monitor an den Mainboard anzuschließen anstatt an der Grafikkarte? Das geht, da ist der Steckplatz ja da. Kriegt ihr kein Bild. Deswegen juckt es nicht, ob man bis zu 2 Monitore dran klatschen kann oder eben nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn, interessiert keine Sau. Aber gut, schauen wir mal weiter. Ich habe soweit die Erfahrung gemacht, wenn ich so auf deren Internetseite rumsurfe, dass die meistens das MSI B450M-A Pro Max verbauen. Es kann natürlich sein, dass hier ein anderes drin ist, was ich nicht glaube, weil sie verbauen es wirklich sehr oft, müsst ihr mal schauen. Das ist ein Micro-ATX-Board ohne gekühlte Spannungswandler. Gut, ihr werdet nicht großartig übertakten, aber es geht halt auch um die Haltbarkeit dieser Spannungswandler und da wäre es besser, wenn die gekühlt werden. Wir haben nur 2 RAM-Bänke. Wenn sie jetzt wirklich Dual-Channel verbauen, dann habt ihr keine Erweiterungsmöglichkeit mehr. Ihr könnt nur größere Sticks hinterher irgendwann kaufen. Wobei in diesem System sind 32 GB, das geht dann schon. Aber das auf so ein Board zu klatschen, naja. Hier unten kann noch eine M.2-SSD rein und hier ist die Grafikkarte drin. Den Slot werdet ihr nicht nutzen können, weil der Lüfter der Grafikkarte das überdeckt. Und das war's dann auch schon wieder mit diesem Board. Als Anschlussarten haben wir noch Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, 2x USB 2.0, 4x USB 3.0. Wie gesagt, HDMI, DVI werdet ihr nicht benutzen und PS2 wahrscheinlich auch nicht, es sei denn, ihr habt eine ultra alte Maus zu Hause. Und das kostet sagenhafte 44,49 Euro bei Mindfactory. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia RTX 3070 8 GB. Ich habe jetzt einfach mal die günstigste rausgesucht, die Asus Dual GeForce RTX 3070 V2 OC LAR, also Light Hash Rate, da können die Miner schon mal nichts mit anfangen. Die Grafikkarte ist... Ja, wie soll man sagen, so im oberen Segment angesiedelt, in der Mittelklasse. Also in der neuesten Generation in der Mittelklasse, danach kommen noch die 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090. AMD hat noch die 6800 XT, 6900 XT. Also die ist gut, ihr könnt die AAA-Titel damit spielen, klar, aber es gibt Besseres. Aber das ist für die Preisklasse, finde ich schon in Ordnung. Und die kostet aktuell 1000 Euro bei eBay. Asus eShop, bevor jetzt jemand sagt, ey, der hat ja überhaupt keine Bewertung und das ist eBay, nee, es ist Asus. Es wird direkt von Asus so verkauft. Das ist schon alles legit so, das passt. Arbeitsspeicher 32 GB DDR4. Ja, jetzt ist es so. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum hat der Corsair Vengeance RGB rausgesucht? Ganz einfach, die hatten genau zu dem Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, ein System mit 32 GB in deren Shop, wo der AMD 3600 drauf sitzt. Und die hatten Corsair Vengeance RGB Pro RAM. Das kann ich euch jetzt aber nicht versprechen. Es kann gut sein, dass ihr nicht beleuchteten RAM bekommt. Ihr könnt auch G-Skill Aegis oder ähnliches kriegen oder Kingston. Keine Ahnung, was die alles so haben. Ich gehe jetzt aber einfach davon aus, weil es halt so vorgegeben war, als 3200 MHz Variante. Also nicht 3600, was besser wäre, sondern 3200. Das ist okay.
32 GB in der Preisklasse 3200 MHz, passt. RGB-Beleuchtung wäre schön, wenn sie dabei ist. Okay. Und der kostet 124 Euro bei Mindfactory. Soundkarte, Soundchip für 7.1 Sound Onboard. Ja, ja, das ist klar. Also ist keine Soundkarte drin. Ist einfach Onboard Sound. Festplatte 480 GB SSD. Ich gehe ganz stark davon aus, die nehmen die Kingston A400 SSD mit 480 GB. Ihr habt jetzt, ja, ob es ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Ihr könnt auf jeden Fall noch eine M.2 SSD hinterher mit reinbauen, weil das Mainboard hat den Slot ja dementsprechend frei. Die hat aber nur eine Lesegeschwindigkeit von 500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 450 MB die Sekunde. Eine M.2 hat so, ich würde sagen, wenn sie jetzt wirklich eine NVMe ist, um die 2000. Es gibt die natürlich auch mit 500 MB die Sekunde lesen und schreiben. Aber dass die sowas in einem fast 2000 Euro System verbauen, ist Humbug, weil ihr für den Preis schon eine M.2 bekommt. Das ist irgendwo Resteverwertung. Da kriegt ihr eine 500 GB M.2 Karte für, die viermal so schnell ist wie die. Deswegen ist das meiner Meinung nach Mist. Und die kostet 43,82 Euro bei Mindfactory. Dazu bekommen wir noch eine 1000 GB HDD. Ja, das ist ganz fein. Da könnt ihr halt Sachen drauf auslagern. Spiele, da habt ihr natürlich etwas längere Ladezeiten als gegenüber einer SSD. Ansonsten für Musik, Bilder, Videos, was ihr halt so habt. Und die kostet 32,95 Euro bei Mindfactory. Laufwerk ist nicht vorhanden. Netzwerkchip onboard, das sind die Anschlussarten. Gewährleistung 24 Monate Pickup und Return hatten wir eben schon. Lieferung, PC-System, Netzkabel, Treiber, CDs, Windows 10 Pro. Ja, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Windows 10 Pro ist ganz nett, 64-Bit natürlich. Und das kostet aktuell 20 Euro auf eBay. Qualität von Memory-PC, fordern sie uns. Ja, was auch immer damit gemeint ist. Achtung, Beispielbilder, die Abbildungen können abweichen. Klar, das kommt auf die Konfiguration an. Deswegen sagte ich ja eben, der Lüfter, der kann leuchten, muss nicht. Wenn ihr euch mal einen Abend lang irgendwie damit beschäftigen wollt und viel lachen wollt, dann lest ihr euch hier noch die Kundenfragen und Antworten durch. Und ich sage das jetzt nicht aus Sicht der Kunden, sondern die Sicht der Antworten, die ihr da so kriegt von Memory-PC. Das ist der Hammer, das müsst ihr euch durchlesen. Das sind 682 Stück. Da werdet ihr lange mit beschäftigt sein. Das Schöne ist auch, Rezension mit Bildern, hier direkt ein Stern. Ich habe hier nirgendwo drauf geklickt. Das habe ich gerade so gesehen, während ich aufnehme. Mit diesen schönen blauen, also diese Bluescreen-Meldungen hier und dass nichts funktioniert und so. Ah, herrlich, ich liebe sowas. Ist auch ganz nett hier, ne? Schlampig zusammengeschusterte Billigteile. Genau das passiert, was ich vermeiden wollte. Na, er sagt wieder, das ist alles in Ordnung. Hier haben wir noch, lässt sich oft nicht einschalten. Naja, die Bewertungen sind sehr durchwachsen. Aber erstmal haben wir hier das Ergebnis. Hier haben wir die HDD. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, der Lüfter bzw. CPU-Kühler. Da wurde sich letztes Mal beschwert, weil ich Lüfter gesagt habe. Entschuldigung. Hier haben wir das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.594 Euro. Und das System soll kosten 1.849 Euro. Immerhin mit kostenloser Lieferung. Nee, Leute, ehrlich nicht. 250 Euro gegenüber Selbstbau zu teuer. Ihr könnt zum Beispiel bei Mindfactory so ein System nachstellen mit besseren Komponenten und bezahlt 150 fürs Zusammenbauen. Da hättet, also sagen wir mal so, ihr würdet jetzt wirklich diese Komponenten 1:1 nehmen. Die wären bei Mindfactory zu den Preisen verfügbar. Dann könnt ihr das bei Mindfactory für 150 Euro zusammenbauen lassen und habt die einzelnen Garantien der Komponenten. Wie zum Beispiel eben bei dem Netzteil mit 3 Jahren. Klar, 250 Euro ist einfach zu viel. Und ich finde auch die Konfiguration Mist, weil das Mainboard ist zu klein. Es ist eine blöde SSD drin, das ist Resteverwertung. Der Prozessor, kann man sich drüber streiten. Es ist echt, nee, muss man nicht haben. Also für das Geld kriegt ihr bessere Systeme bei Dubaro, bei Agando. Also ich würde da auf jeden Fall die Finger von lassen. Sage ich euch so, wie es ist. Ich werde dazu auch jetzt keinen FPS-Test machen. Wenn ihr möchtet, ich verlinke es euch unten eben in die Videobeschreibung, wenn ihr die FPS wissen wollt. Aber für das Ding gebe ich mir jetzt keine Mühe, da nochmal eben durchzugehen und die FPS zu zeigen. Wirklich nicht. Das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video. Join unseren Discord, wenn ihr noch Fragen habt. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Lasst ein Däumchen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.